Roman Balmerz, geboren 25. Mai 1984 in Kaiserslautern, wohnhaft in Sternstede, ledig Pächter einer Tankstelle mit einer angeschlossenen Werkstatt ist sie, ja, und seit dem 19.09.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Zweibrücken. Am Abend des 17.09.2009 kam es zwischen dem Angeklagten und dessen Freundin zu einem heftigen Streit. Als der Angeklagte trotz der Auseinandersetzung Sex von seiner Freundin verlangte, machte diese ihm klar, dass er dies die nächste Zeit vergessen könnte. Kurz darauf wurde der Angeklagte, der nahe Sternstede eine Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt betreibt, zu einem auf der Landstraße zwischen Sternstede und Dülsum liegen gebliebenen Fahrzeug gerufen. Als er gegen 21.30 Uhr dort ankam und die hübsche Annette Preis erblickte, begann er sie in seiner immer noch sexuell aggressiv aufgeheizten Stimmung zu belästigen. Er griff ihr an die Brüste und zerriss ihr dabei die Bluse, woraufhin Annette Preis sich heftig wehrte und zu fliehen versuchte. Daraufhin gab der Angeklagte sein Vorhaben auf. Um jedoch zu verhindern, dass die 29-Jährige von seiner Tat berichten könnte, holte er ein Stahlkabel aus seinem Wagen und verfolgte sie. Als er sie wenige Meter weiter eingeholt hatte, warf er sie bäuchlings auf den Boden. Während er auf ihr kniete, schlang er das Kabel um ihren Hals und drosselte sie so lange, bis sie verstarb. Der Angeklagte wird somit der sexuellen Nötigung in Tatmehrheit mit Mord beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 211. Bevor wir mit der Vernehmung des Angeklagten beginnen, stellen wir noch fest, der Ehemann der Getöteten, Herr Frank Preis, ist als Nebenkläger zugelassen worden. Wobei ich mir da direkt die Frage stelle, wieso Sie überhaupt Nebenkläger sind, wo Ihre Frau doch kurz vor Ihrem Tod die Scheidung eingereicht hat. Ganz einfach, weil mir das wichtig ist. Ich bitte Sie, Annette ist meine Frau. Ich liebe sie immer noch. Abgesehen davon wäre es mit Sicherheit nicht zu einer Scheidung gekommen, wenn sie denn noch am Leben wäre. Das können wir alles später klären. Also Sie können jederzeit als Nebenkläger auch Fragen stellen. Ja? Und dann zu Ihnen. Wollen Sie sich äußern zum Vorwurf? Selbstverständlich will ich mich äußern. Mhm. Also eins muss ich dazu sagen, dass das definitiv nicht stimmt. Ich habe die Frau nicht umgebracht. Ich kenne die Frau nicht mal. Ich war dort, die war schon tot. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie zu diesem liegen gebliebenen Auto gefahren sind? Ja, das war so, wie wir das schon vorhin geklärt haben. Ich habe eine Tankstelle mit einer Werkstatt zwischen Sternstede und Dülsum. Naja, und als mich Janine angerufen hat und zu mir gesagt hat, dass eine Frau gerade in der Straße mit dem Auto stehen geblieben ist, bin ich natürlich mit dem Abschleppwagen eingestiegen und bin losgefahren. Ich wollte nur helfen. Wann war das? Es war um ca. 21.30 Uhr. Ursprünglich war ich mit meinem Freund, dem Paul, verabredet. Naja, zum Bierchen trinken halt, wie wir es sonst immer auch machen. Aber als ich dann ins Auto eingestiegen bin, losgefahren bin, habe ich halt die tote Frau gesehen. Und damit hat sich natürlich komplett erledigt. Sie haben die Annette Preis nicht totliegend neben ihrem Auto gefunden? Sie haben die Annette Preis alleine, lebendig, hilflos, auf dieser Landstraße neben ihrem Auto gefunden. Dann haben sie die Frau angegrapscht und haben versucht, sie zu vergewaltigen. Wie kommen Sie auf sowas überhaupt? Das stimmt doch gar nicht. Ich bin mit dem Auto hingefahren, habe ins Auto reingeschaut und da war keiner. So, also habe ich die Umgebung natürlich abgetastet. Und da habe ich halt eine Leiche im Wald gesehen. Das war alles. Falsch, schlichtweg falsch. Nachdem Sie Ihr Opfer begrapscht und versucht haben zu nötigen, haben Sie die Bluse zerrissen. Ja, Ihr Opfer hat daraufhin versucht zu fliehen, sie sind in ihr Auto zurück, dann haben sie dieses Kabel geholt, haben ihr Opfer eingefangen und haben es dann erdrosselt, damit niemand von ihrem ehemaligen Vorhaben erfahren kann. Als ich dort war, da war die Frau schon tot, die Bluse war zerrissen. Ich habe sie nicht mal angefasst, ich war so schockiert, dass ich einfach in mein Auto wieder eingestiegen bin und mich mit meinem Kumpel, dem Paul, getroffen habe und wir ein bisschen getrunken haben. Haben Sie Polizei gerufen? Nein. Warum nicht? Ja, ich hatte halt voll Schiss, dass wieder alles auf mich zurückfällt. Was heißt denn wieder? Ja, da war die eine Sache mit dem einen Mädchen. Das war vor 5 Jahren. Und die wurde halt tot aufgefunden. Und die Leute denken bis heute, dass ich das war. Wieso hat man denn damals gedacht, dass sie das waren? Ja, es war die Tadea. Das war vor circa 5 Jahren ungefähr. Und das war eine Tramperin, die hat bei mir in der Tankstelle auf ein Auto gewartet. So, das Auto hat sie auch mitgenommen. Es war auch alles schön und gut. 2 Wochen später wurde aber ihre Leiche gefunden. Und der Mord wurde bis heute noch nicht aufgeklärt. Und natürlich, der wurde halt nicht aufgeklärt und alles auf mich zurückgefallen. Das war bei mir in der Tankstelle, ist alles abgespielt worden. Naja, die Leute denken halt, dass ich das war. Also das haben ja nicht nur die Leute behauptet, sondern gegen Sie ist ja damals auch massiv ermittelt worden wegen dringenden Tatverdachts der Ermordung von dieser Dame. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Hm? Das ist so absurd, echt. Absurd? Hier ist die Leiche abgedeckt. So hat man sie gefunden, dann zugedeckt. Ich bin unschuldig. Dieser Fall damals von dieser Nadea Simon hat erstaunliche Ähnlichkeit mit dem hiesigen Fall. Nahezu fast alle Randumstände identisch. Ja, sie wurde auch damals erdrosselt und sie wurde auch unweit ihrer Tankstelle auf der Landstraße zwischen Sternstede und Dülsum gefunden.
Ja, habe ich denn damit was zu tun? Es konnte Ihnen einfach damals leider nicht persönlich nachgewiesen werden, dass weil Sie der Täter waren, weil und nicht, aus welchem Grund, Herr Staatsanwalt, weil es nicht war? Lassen, einzig und allein, weil wir kaum Spuren an der Leiche finden konnten. Die war nach zwei Wochen schon dermaßen stark verwest, dass da einfach nichts mehr zu finden war. Die Unschuldsvermutung, und Ihr Mandant, die Unschuldsvermutung ist nichts mehr wert, ne? Hatte nur Glück, dass auf Tadeas Leiche nach zwei Wochen eben diese Spuren nicht zu finden waren. Ganz einfach. Aber den Mord heute, den werde ich ihm nachweisen. Ich bin unschuldig. Ich habe doch einfach damit nichts zu tun. Ich glaube, ich bin in eine miese Falle einfach reingetreten. In was für eine Falle? Ja, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Aber es ist doch echt komisch, dass meine Haare am Tatort gefunden werden an der Bluse von einer Frau, die ich A nicht mal kenne und B nicht mal angerührt habe, Herr Staatsanwalt. Aber schauen Sie mal, Ihre Haare wurden an dem Reißverschluss der Lederjacke gefunden. Wenn das eine Falle gewesen sein soll, wie kommen Ihre Haare denn dann dahin? Ja, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, aber irgendjemand führt eine Intrigenkampagne gegen mich. Was mein Mandant meint, ist, dass ihm dieser Mord untergeschoben werden soll. Ja. Es sind bewusst Spuren am Tatort hinterlassen worden und er ist auch ganz bewusst mit Absicht zu diesem Tatort gelockt worden. Und als er ankam, war das Opfer schon tot. Ja, aber die Frau Preiss hat doch selbst angerufen in ihrer Tankstelle und einen Abschleppwagen angefordert. Ja, aber das behauptet Janine Gunn, ja? Die damalige Freundin meines Mandanten. Die hat aber selbst einen riesen Vorteil aus dem Tod von Annette Preiss. Welchen Vorteil denn? Sie hat mit ihrem Liebhaber zusammen diesen Mord inszeniert. Sie hat dem Liebhaber geholfen, um dann zusammen sich die Prämie der Lebensversicherung zu teilen. Und dieser Liebhaber ist der Nebenkläger, Herr Preiss. Jetzt sagen Sie mal, wie geschmacklos ist das denn? Meine Frau wird hier auf der Landstraße von diesem Typen, halb vergewaltigt, kommt infolgedessen zu Tode. Und Sie erdreisten sich allen Ernstes, mich dafür anzugreifen? Ja, und ich erdreiste mich, weil ich überzeugt bin, dass Sie zusammen mit Janine Gunn Ihre eigene Frau getötet haben. Und ich bin unschuldig. Ja, Herr Verteidiger, das ist eine ganz absurde Idee. Dafür gibt es nicht mal einen einzigen Beweis. Und im Gegensatz dazu haben wir viele Beweise gegen Ihren Mandanten. Ja, ich komme ja noch dahin. Da kommen wir noch dahin. Noch weitere Fragen an den Angeklagten. Nehmen Sie mal bei Ihrem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Janine Gunn, bitte. Frau Gunn, guten Tag. Nehmen Sie mal hier Platz. Hallo. Tja, gewagter Auftritt. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Okay. Sie heißen Janine Gunn, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Sternstede. Sie sind ledig, Schreibkraft, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, ich bin seine Ex. Und Sie sind außerdem als Schreibkraft in seiner Werkstatt angestellt. Haben Sie da auch am 17.09. gearbeitet? Ja, das war ein Donnerstag. Und donnerstags muss ich die Tanke immer bis um 22 Uhr machen. Aber an dem Tag hatte ich echt Bock, alles gleich hinzuschmeißen. Mhm. Wieso? Weil mich Roman an dem Tag bis aufs Blut gereizt hat. Ständig hat er mir rumgenörgelt, rumgemotzt. Nichts konnte ich ihm recht machen. Wann hätte ich ihn denn bitte anmeckern sollen? Wir haben uns doch den ganzen Tag lang gar nicht gesehen. Jetzt bleib doch mal bitte bei der Wahrheit. Den ganzen Tag hast du es gemacht. Und anstatt, dass du dich einmal entschuldigt hättest bei mir, wolltest du mich auch noch flachlegen. Das muss man sich mal geben. Motz mich in einer Tour an. Aber fürs Bett bin ich ihm gut genug. Wie haben Sie denn darauf reagiert, auf diese Ich habe ihm natürlich den Vogel gezeigt. Ich meine, der spinnt doch. Klar hatte ich da keinen Bock drauf. Deswegen bin ich auch ins Büro geflüchtet und habe mich da eingeschlossen. Hat Ihr Ex-Freund bedroht? Na, was heißt bedroht? Ich war halt froh, dass er mich im Büro nicht kriegen konnte. Und dann habe ich ihm noch durchs Fenster nachgebrüllt, dass ich sich das mit dem Sex erstmal für eine ganze Weile vergessen kann. Dass ich da keine Lust zu habe. Und hat der Angeklagte das gehört? Klar, da war der Roman erst recht auf 180. Dann suche ich mir eben eine andere, wenn du mich nicht ranlässt, hat er gebrüllt. Und dann bist du aber selber schuld, wenn ich dich betrüge. Lauter so ein Mist hat er mir in den Kopf geknallt, bevor er abrauschen wollte. Wo wollte er denn hin? Keine Ahnung, das hat er mir nicht gesagt. Aber ich schätze mal, dass er zu seinem Kumpel Paul fahren wollte. Ich war mit Paul bei mir in der Werkstatt. Ich meine, komischerweise hat er in der Zeit, wo wir uns hätten streiten sollen, auch nichts mitbekommen. Kannst du mir mal das bitte erklären? Ach, ist doch klar, ihr Saufnasen haltet doch sowieso zusammen. Ist denn der Angeklagte dann auch wirklich gefahren? Nee, das konnte der nicht, weil in dem Moment habe ich den Anruf von Annette Preiss bekommen. Mhm. Für diesen Anruf von Frau Preiss Handy gibt es auch einen Einzelverbindungsnachweis und der belegt, dass ein ca. 45-sekündiger Anruf von Frau Preiss Handy an ihre Tankstelle geführt wurde. Was hat sie denn gesagt, die Frau Preiss? Sie hat gesagt, dass sie mit ihrem Wagen an der Landstraße zwischen Sternstede und Dülsem steht und kein Benzin mehr hat. Sie wollte einen Abschleppwagen oder einen Benzinkanister. Da habe ich den Roman quasi gerade noch abgefangen, bevor der abhauen konnte und ihm das gesagt. Der war zwar... hat wie verrückt gemotzt, aber dann ist er in seinen Abschleppwagen gestiegen und losgefahren. Und zwar zu Annette Preiss, die kurz zuvor noch mit Ihnen telefoniert hat. Ja genau, scheinbar war der Roman da so krass aggressiv und so, weil ich ihn nicht rangelassen habe. Da wollte er eben die Annette begrapschen.
Was? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch so gelogen. Jetzt sag doch mal die Wahrheit hier. Ey, weißt du, was du mich hier antust damit? Du kannst nie zugeben, dass du schuld bist. Und du bist nicht nur schuld an dem Tod dieser Frau. Wie meinen Sie das? Was? Da ist doch dieses andere Mädchen, diese 18-Jährige, die wurde auch ermordet. Da hat mir der Roman auch voll den Bullshit erzählt. Ach so, was hat er Ihnen denn über den Tod von Thaddäus Simon erzählt? Ja, dass sie nur ganz zufällig an seiner Tanke gestanden und getrampt ist. Und dass sie dann in irgendein Auto gestiegen und davongefahren ist. Wer es glaubt, wird selig. Bitte? Der ist doch auch schon auf dem Gewissen. Bitte, was habe ich jemals über Sie gesagt? Bei allem Respekt und trotzdem waren Sie mit meinem Mandanten zusammen? Boah, weil ich mich von ihm habe einlullen lassen, verstehen Sie? Ich habe dem doch geglaubt, dass er damit nichts zu tun hat. Sieht man ja, wo das hinführt. Das ist ja schon ein Doppelmörder. Eine ganz andere Frage hätte ich noch. Wissen Sie, ob der Angeklagte in seinem Abschleppwagen ein Stahlkabel hatte? Klar, das hatte der Roman immer unterm Beifahrersitz. Können Sie das beschreiben, dieses Stahlkabel? Das war so 2 Meter lang oder so und aufgerollt. Was weiß ich, wie so ein Kabel halt aussieht. Kann es das Kabel ja gewesen sein? Ja, das muss es sein. Aha. Das wurde aber nicht unterm Sitz vom Abschleppwagen gefunden, sondern das wurde in Tatortnähe in dem Busch gefunden. Ja? Laut Spurensicherungsbericht ist es eindeutig die Tatwaffe. Ja, Fingerabdrücke kann man auf so einem Kabel leider keine sichern. Hm? Kennen Sie das Kabel, Herr Beimert? Ja, das sagt mir eventuell schon was. Mhm. Aber ich habe weder mit dem Kabel gearbeitet, noch für irgendwas verwendet und schon gar nicht in irgendein Gebüsch versteckt oder hingeschmissen. Wie soll es denn sonst an den Tatort gekommen sein? Ja, wieso fragen Sie mich? Sie sind der Staatsanwalt, Sie müssen das aufklären. Ach so. Eine weitere Antwort fällt Ihnen dazu nicht ein? Leider nein. Na, danke schön. Eine bessere Antwort muss auch nicht einfallen, wenn man bei der Wahrheit bleibt, ne, die wir noch beweisen werden, Herr Staatsanwalt. Gut, das können Sie später. Zunächst möchte ich mal hier den Obduktionsbericht verlesen. Und hier steht die Leiche von Annette Preis, wies neben Drosselmalen am Hals zahlreiche Hämatome an den Oberarmen, an der Brust und am Rücken auf. Da die Leiche ja auf dem Bauch liegend vorgefunden wurde, lassen diese Hämatome auf dem Rücken darauf schließen, dass der Täter sie auf ihrem Rücken kniend gedrosselt hat. Apropos Hämatome. Es gibt ja auch Hämatome beim Angeklagten, auf die würde ich ganz gerne eingehen. Ja, bei ihrer Festnahme, für jeden deutlich ersichtlich, wurden zahlreiche Hämatome am ganzen Körper festgestellt. Hm? Herr Staatsanwalt, schauen Sie doch mal richtig hin, das ist Schmutz, das kann man abwaschen. Ach, das ist Schmutz. Ja, wollen wir jetzt ein Sachverständigengutachten einholen? Dann übergebe ich es mal dem Gericht, damit das Gericht sich überzeugen kann, was Schmutz ist und was Hämatome. Ja, mein Gott, ich bin Mechaniker. Ist doch normal, dass man da den einen oder anderen blauen Fleck mal kriegt. Dann machen wir es anders. Frau Gann, haben Sie vor der Tat an Ihrem damaligen Freund, dem Angeklagten, Hämatome in diesem Ausmaß, Vorsitzender, wenn Sie es bitte zeigen, festgestellt? Nee, keinen einzigen blauen Fleck. Danke. Ja, das brauchen Sie die gar nicht fragen, weil die hier eine Intrigenkampagne führen. Herr Beimert, mal ganz in Ruhe. Lassen Sie mich mal machen. Frau Gann, was haben Sie eigentlich gemacht, nachdem Ihr damaliger Freund mit dem Abschleppwagen losgefahren ist? Na, ich war froh, dass er endlich weg war. Ja? Dann, und? Was haben Sie gemacht? Dann habe ich mich fertig gemacht, habe das Büro abgeschlossen und bin abgehauen. Wohin? In die einzige Billardkneipe, die es in unserer gottverlassenen Gegend gibt, nach Großdülsen. Da habe ich mich erst mal abreagiert, weil ich so angenervt war von dem Streit mit Roman. Welcher Streit? Also der angebliche Streit mit Roman ist ja ein gutes Stichwort. Dann bleiben Sie immer noch dabei, dass Sie behaupten, Sie haben sich wirklich gestritten? Ja, klar. Ich frage deshalb, weil nachher ein Zeuge hierher kommen wird, der Ihre Aussage komplett widerlegen wird. Sie meinen den Paul, oder? Ich meine ganz genau den Paul. Der war den ganzen Abend mit meinem Mandanten zusammen. Dem glauben Sie? Dem glaube ich, ja. Ich sage Ihnen mal was. Erstens war ich bei der Tanke, weil ich gearbeitet habe. Und den Paul, den habe ich da nirgends gesehen. Und zweitens darf man dem Paul noch nicht mal das Guten Morgen glauben. Der ist ein Säufer. Der ist nicht ganz klar in der Birne, ja? Außerdem würde der Paul für den Roman einfach alles aussagen. Und warum? Weil die seit Ewigkeiten beste Kumpels sind. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und übrigens hat dieser Herr Paul Ladstätter dem Angeklagten bereits vor 5 Jahren in dem benannten Verfahren wegen der Thaddäus Simon Alibi gegeben, nicht wahr? Paul ist ein neutraler Mensch. Er sagt nichts als die Wahrheit. Damals wie heute. Das sollten Sie eigentlich auch mal zur Kenntnis nehmen, Herr Staatsanwalt. So ein Blödsinn. Der lügt, damit er dir hilft. Naja, das werden wir dann ja bei der Aussage von Paul Ladstätter dann auch noch selbst beurteilen können. Mich interessiert was anderes. Kennen Sie eigentlich den Nebenkläger, den Frank Preis? Nein. Den kennen Sie gar nicht, ja? Aber Herr Preis war doch auch mal Kunde, zum Beispiel in Ihrer Werkstatt. Ja, gesehen habe ich ihn schon mal. Gesehen haben Sie ihn schon mal. Das macht 50 Euro und auf Wiedersehen habe ich wieder nicht gesagt. Ich frage dann mal ein wenig direkter, haben Sie eine Affäre? Wie bitte? Haben Sie ein Verhältnis mit Herrn Preis? Haben Sie mir gerade nicht zugehört? Ich kenne diesen Mann nicht. Vielleicht liegt das ja daran, dass ich ihn nicht glaube, ne? Ich glaube vielmehr, dass Sie zusammen mit Herrn Preis schon lange ein Verhältnis haben und dass Sie sich überlegt haben, wie Sie an Geld kommen. Annette Preis hat dann die Scheidung eingereicht. Und dann haben Sie gemeinsam beschlossen, sie umzubringen, damit Sie sich die Lebensversicherung, 200.000 Euro, glaube ich, sind das teilen können. Das ist kompletter Schwachsinn. Ich war mit Roman zusammen und mit sonst niemandem. Damit Sie sicher sein konnten, dass Ihr
Freund auch heute hier auf der Anklagebank liegt, haben Sie dann auch noch für die Spuren gesorgt. Ehrlich, das ist absurd. Außerdem, ich habe doch mit dieser Annette Preis telefoniert. Und kurze Zeit später war Roman bei ihr und sie war tot. Was gibt's denn daran noch zu zweifeln? Tja, was gibt's da zu zweifeln? Eine ganze Menge, der ganze Tathergang ist zu bezweifeln. Ich bin nämlich der Meinung, Herr Preis ist mit seiner Ehefrau die Landstraße entlang gefahren. Im Vorfeld hat er schon mal nur dafür gesorgt, dass wenig Benzin da im Tank ist, damit nämlich plangemäß das Auto da liegen bleibt. Er hat seine eigene Frau umgebracht, er hat die Spuren gelegt, er hat die Haare meines Mandanten an die Kleidung montiert, er hat das Stahlkabel nicht unweit im Gebüsch verloren, damit es auf jeden Fall gefunden wird. Und dann hat er Ihnen Bescheid gesagt, damit Sie Ihren Freund losschicken können, damit der dann am Tatort erscheint. Völliger Blödsinn. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, am besten gar nichts mehr. Ja. Also die Theorie des Herrn Verteidigers bleibt eine Theorie, ist aus der Luft gegriffen. Insbesondere, Herr Verteidiger, es gibt auch noch eine Zeugin, die Ihren Mandanten ganz schön belasten wird. Die hören wir heute auch noch. Ja. Gut, gerne. Noch Fragen hier danke, an den Herrn Verteidiger, dann bleiben Sie unvereidigt. Caroline Wirth, bitte schön. Und Sie nehmen bitte hinten Platz. Herr Richter, ich muss sofort aussagen. Ich habe aber Frau Caroline Wirth aufgerufen. Das sind Sie ja ganz offensichtlich nein, nicht, oder? Ich bin Paul Ladstätter. Aber Sie müssen mich trotzdem jetzt ich dran nehmen. Erst mal gar nichts. Sie sind dran, da haben Sie schon recht. Aber nicht jetzt als Nächster. Jetzt ist die Frau Wirth dran. Und Sie warten bitte noch draußen, bis Sie dran sind. Aber das ist sehr wichtig. Das mag sein, das können Sie also, mir alles nachher bei Ihrer Vernehmung sagen. Jetzt gehen Sie mal bitte schön raus, verhalten sich still und ordentlich. Und die Frau Wirth sind Sie, oder? Dann kommen Sie mal bitte nach. Frau Wirth, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Sie würden sich strafbar machen, wenn Sie was Falsches sagen. Mhm. Sie heißen Caroline Wirth, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Kaiserslautern. Sie sind ledig, Studentin, verwandt, verschwägert. Mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 17.09.2009, so zwischen 21 und 22 Uhr, die Frau Annette Preis an der Landstraße zwischen Sternstede und Dülsum getötet zu haben. Wann hatten Sie denn das letzte Mal Kontakt mit Annette Preis? Ja, an dem Tag. Das war ein Donnerstag. Und Donnerstag haben Annette und ich uns immer getroffen, um irgendwas zu unternehmen. Wir waren seit Kindertagen befreundet. Haben Sie sich dann auch getroffen an dem Donnerstag? Das wollten wir. Schließlich gab es viel zu bequatschen. Annette hatte gerade die Scheidung von ihrem Mann eingereicht. Und da brauchte sie natürlich eine gute Freundin zum Reden. Um 21 Uhr hat sie dann auch angerufen. Und was hat sie gesagt? Naja, dass sie jetzt gleich losfährt zu mir. Mhm. Und dass wir dann entscheiden, was genau wir machen wollen. Aber da ist sie ja dann nicht mehr angekommen. Ich weiß, dass sie ungefähr immer 30 Minuten gebraucht hat, von sich bis zu mir nach Kaiserslautern. Und als sie um 22 Uhr immer noch nicht da war, habe ich angefangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Und was haben Sie dann getan? Ich habe sie zuerst auf dem Handy angerufen. Da ist keiner rangegangen. Dann habe ich es daheim probiert, da war auch niemand. Und nachdem ich mir schon Sorgen gemacht habe, habe ich dann beschlossen, die Strecke abzufahren, um sie zu suchen. Ja. Ich weiß ja, wie unheimlich die Strecke letztlich ist. Naja. Mir war noch nie ganz wohl, dass sie diese einsame Landstraße nehmen musste. Wir haben da so einen Plan, eine Karte. Vielleicht können Sie uns da mal Ihren Weg zeigen. Sie können es auch gerne einzeichnen, wenn Sie wollen. Natürlich. Ihre Wegstrecke. Also ich wohne ungefähr hier. Ja. Und Annette hat hier gewohnt. Hier ist diese Landstraße, die aus Kaiserslautern rausgeht. Ja. Bis zu Annette. Mhm. Ich wusste direkt, dass an dem Abend irgendwas passiert. Das war so ein Gefühl. Und als ich dann zu der Tankstelle kam, wurde es mir immer komischer. Und zu welcher Tankstelle? Na, zu der einzigen Tankstelle weit und breit an dieser Landstraße. Also zur Tankstelle. Ungefähr hier. Ja, Tankstelle des Angeklagten. Ja, genau. Als ich ankam, hing schon das Schild geschlossen draußen. Aber es brannte noch Licht, also habe ich mir gedacht, gehe ich mal rein und frage, ob Sie vielleicht Annette gesehen haben. Ja. Sie können gerne wieder Platz nehmen. Wann waren Sie denn dort? So gegen 22.20 Uhr. Mhm. Ich bin dann rein, nachdem Licht brannte, und habe jemand im Hinterzimmer gehört, der sich gewaschen hat. Da habe ich Hallo gerufen und dann kam Herr Balmatz aus dem Hinterzimmer. Er war total nass und nur mit der Hose bekleidet und hat völlig irre reingeschaut. Wie hat er denn auf Sie reagiert? Komisch. Er wollte gar nicht mit mir reden und mich am liebsten gleich wieder rausschmeißen. Aha. Ich habe ihm trotzdem das Foto von Annette gezeigt und gefragt, ob er sie gesehen hat. Da hat er nur gemeint, nee, diese Frau kennt er nicht. Und außerdem ist schon längst geschlossen, ich soll schauen, dass ich wegkomme. Mhm.
Komisch, meine Güte. Ich habe dieses Foto gesehen, ich habe diese Frau als Tote schon gesehen. Ich meine, ich war einfach so verwirrt. Ich meine, ich habe die Polizei nicht angerufen, aber sie ist schon tot gesehen. Was hätte ich machen sollen? Kommen Sie auf, Herr Ballmer. Das ist die typische Reaktion von jemandem, der gerade genau die Person ermordet hat.